Ganz schön dunkel hier drin. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Aber zumindest bin ich jetzt schon mal im Tempel und meinem Ziel, Sam zu befreien, ein gutes Stück näher. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 2. Ja, wir sind wieder im Dschungel und ich muss erstmal gucken, was wir jetzt eigentlich alles noch dabei haben. Wir haben natürlich die Sachen nicht verloren. Bambusrohr, rote Folie. Den Frosch haben wir auch immer noch, genau. Weiße Beeren. Ah, Moment. Aha. Es werde Licht. So eine Helmlampe ist schon eine feine Sache. Ich wollte gerade schon gesagt haben, wie soll ich hier eigentlich irgendwas sehen, wenn das so dunkel ist? Aber klar, ich habe gerade das Ding gesehen. Da ist noch ein Lichtschimmer. Eine Nische. Hier ist eine quadratisch geformte Nische in der Wand. Keine Ahnung, wozu die gut ist. Vielleicht muss man wieder irgendwas hineinlegen. Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern. Eine weitere Tür, durch die es vermutlich noch tiefer in den Tempel hineingeht. Hinter der Tür muss irgendwas sein, was dieses rötliche Licht ausstrahlt. Nee, echt? Okay, das sind keine Nischen. Sieht aus wie moderne Kunst, dürfte aber vermutlich schon ziemlich alt sein. Sieht aber wirklich aus wie moderne Kunst. Halt. Schaltpuls. Hier befinden sich drei Reihen von Steinknöpfen mit vielen verschiedenen Symbolen. Sieht ein bisschen aus wie ein antikes Schaltpult. Okay. Hier befinden sich drei Reihen mit jeweils 8 Steinknöpfen. In jeder Reihe darf man offenbar nur einen einzigen Knopf drücken. Drückt man einen zweiten, so springt der erste wieder raus. Welchen Knopf soll ich in der obersten Reihe drücken? Das ist eine gute Frage. Moment. Planetenliste. Eine von Sam erstellte Planetenliste. Offenbar haben die Ureinwohner dieser Insel bereits viele der Planeten unseres Sonnensystems gekannt, was eine absolute Sensation wäre. Und wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite richtig entziffert habe, stellt diese Liste mit den Planeten und den dazugehörigen Symbolen eine Art Götterhierarchie dar. Mit Venus, der Göttin der Liebe, ganz oben auf der Liste, muss das ja eine sehr fruchtbare Zivilisation gewesen sein. Okay, ich würde sagen, ich mache da mal eben kurz ein Bild von, weil sonst ist mir das zu schwierig, das Ganze aus dem Kopf heraus zu behalten. Schauen wir uns hier mal das Bild. Hier befinden sich drei Reihen mit jeweils 8 Steinknöpfen. Ja. Welchen Knopf? Ist ja gut. Also, wenn wir jetzt von der Hierarchie ausgehen, müsste man theoretisch hier die Venus drücken, nehme ich an. Das wäre, wenn ich das richtig entziffere, welches Symbol soll ich in der zweiten Reihe wählen? Die Frage ist jetzt nur, dann käme eigentlich der Mars danach. Ist aber die Frage, müssen wir das so machen? Ne? Also ich probiere das mal aus, dass wir mal... Was soll ich in Reihe 3 drücken? Den Mars und als drittes wäre es eigentlich dann der Jupiter. Wenn man die ersten drei nimmt. Tut sich nichts. Okay, tut sich nichts. Kann man denn hier noch irgendwas sehen? Es ist so dunkel. Moment, da oben ist noch was? Nee, das ist der Helm. Moment, Wandmalerei. Sieht aus wie moderne Kunst, dürfte aber vermutlich schon ziemlich alt sein. Moment, wenn ich das mal vergleiche, das ist das Zeichen von Venus. Und im Hintergrund... beziehungsweise ein Teil davon ist das Zeichen von Juno. Und im Hintergrund würde ich mal fast sagen, dieses Bläuliche, das könnte Neptun sein. Also, ja, er bleibt ja stehen. Dieses ganz bunte Helle, das ist auf jeden Fall Venus. Also mit diesen... mit dem hier und dem und, jetzt muss ich nochmal aufs Bild gucken. Mit dem runter und mit dem hier quasi. Wenn man jetzt aber guckt, da ist Juno auch drin, weil nämlich hier diese Dinger noch mit drin sind.
Und dieses Rote ist wahrscheinlich der Punkt von Juno. Ja, und dieses komplette Bläuliche im Hintergrund, das würde ich jetzt mal sagen, dass das Neptun ist. Also Venus, Juno, Neptun. Oh Gott. Ich hoffe, hier befinden das ist sich richtig. Drei Bällchen. Moment. Venus. Welches Symbol soll ich in der zweiten Reihe? Dann Juno wäre das. Was hier? Soll ich in Reihe 3 drücken? Und Neptun wäre, wenn ich das richtig sehe, der das Schacht. Hier. Ah. Das dürfte die Rückwand von dieser schrecklichen Fratze sein. Dementsprechend müsste ich mich jetzt direkt hinter Sam befinden. Sam? Sam, hörst du mich? Was? Was war das? Es kam direkt aus dieser schrecklichen Fratze! Aber es klang beinahe menschlich. Das kann nicht sein. Mein Verstand spielt mir einen Streich. Das kann einfach nicht sein. Reiß dich zusammen. Du hast dir das nur eingebildet. Max, die Statue wirkt wie ein Megafon. Man kann dich meilenweit hören. Deine Stimme ist zwar extrem verzerrt, aber die Wache merkt trotzdem, dass es eine menschliche Stimme ist. Und wenn der Typ Verdacht schöpft, haben wir ein Problem. Aber solange wir das Überraschungsmoment noch auf unserer Seite haben, sollten wir das ausnutzen. Zu zweit werden wir den Typen ja wohl packen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie Max es durch den Hintereingang des Tempels geschafft hat, aber mit ihm zusammen hat sich meine Lage deutlich verbessert. Trotzdem, die Wache ist bewaffnet und sein Kollege hängt hier auch noch irgendwo rum. Wir müssen also extrem vorsichtig sein. Stimmt, den Kollegen habe ich ehrlich gesagt schon total vergessen. Was war das jetzt? Können wir jetzt wechseln oder was war das? Nee. Doch! Ah, okay. Dann nehme ich mal an, dass wir ihr wohl was geben sollen. Wobei mich das hier mit der Nische immer noch ein bisschen verwirrt. Da müssten wir doch theoretisch auch was reintun können. Die Rückseite der furchteinflößenden Fratze. Aus dieser Perspektive wirkt sie glücklicherweise eher unscheinbar. Die Nein. Frage lautet, können ein paar Leuchtstäbe in der Nase der Fratze die Wache dermaßen erschrecken, dass sie panisch davonläuft und ich Sam befreien kann? Die Antwort lautet wohl, nein. Zwar scheint die Wache nicht sonderlich helle zu sein, aber komplett geistig benebelt ist sie wohl noch nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber durch das Loch, denke ich mir mal, kann ich was geben. Da ist ein Loch in der Wand, durch das ich Sam sehen kann. Naja, das heißt normalerweise immer, dass man was geben kann. Ich weiß nicht, ob man den Frosch geben sollte. Psst. Die Bären, ja, keine Ahnung. Psst. Ich probiere mal einfach alles, was mir jetzt einigermaßen sinnvoll erscheint. Rote Folie scheint mir jetzt auch nicht so sinnvoll. Bambusrohr vielleicht noch. Psst. Zeltstangen und so, das bringt ihr natürlich alles nichts. Luftballon. Vielleicht, keine Ahnung. Psst. Den Helm, den brauche ich auf jeden Fall, damit ich was sehen kann. Planetenliste und so, Übersetzung. Gucken mal. Die Frage ist, können wir mit den Sachen jetzt überhaupt irgendwas anfangen? Ach, der Drecksack, der hat das Obst weggestellt. In der Schale sind Bananen, Orangen und Himbeeren. Die ersten beiden sind ja hier nichts Besonderes, aber ich frage mich schon, woher sie die Himbeeren haben. Ein Gefängniskäfig aus Bambus und eine unfreundliche Wache hindern mich leider daran. Ja, aber warum steht der jetzt nicht mehr hier? Ihr Schweine. Das kann man nicht kombinieren. Kann man das mit irgendetwas kombinieren? Nee. Aufspießen kann ich mit dem Rohr nichts und ansaugen wird bei Bananen und Orangen kaum funktionieren. Ich werde mich also mal an einer Himbeere versuchen. Ich dachte, das ist so ein kleines Rohr.
Himbeere erfolgreich angesaugt und kaum beschädigt, nur leicht angesabbert. Ja. Was meine ich alles so in der Handtasche hat, ne? Scheiße. Okay. Aber was machen wir jetzt mit der Himbeere? Eine rote Himbeere. Ich bin nicht ganz sicher, welche Art das ist, aber noch interessanter dürfte die Frage sein, wie die hier an Himbeeren gekommen sind. Wachsen tun die hier jedenfalls nicht. Kann man die mit irgendwas kombinieren? Mit den weißen Beeren? Ich stecke eine der kleinen weißen Beeren mal in die Himbeere. Andersrum wird's nämlich schwierig. Okay, jetzt sieht das so ein bisschen aus wie die Dinger von Haribo. Ich habe eine der weißen Beeren so in die Himbeere gesteckt, dass es nur bei ganz genauem Hinsehen auffällt. Tja, was bringt uns das jetzt? Einmal genau zielen. Okay. Treffer versenkt. Die Frage ist jetzt, bringt uns das irgendwas? Sonst können wir ja eigentlich hier nichts machen. Können wir mit der nochmal sprechen? Hallo? Hören Sie mich? Ja, was ist los? Fratze Obst. Mal erstmal Fratze. Sie haben wirklich ganz schön Schiss vor dieser Fratze, oder? Ich? Quatsch. Na, na, na. Nicht lügen, sonst wird die schreckliche Fratze lebendig und Sie für Ihre Sünden bestrafen. Hör auf. Hör sofort auf damit. Ich will davon nichts hören. Die Fratze wird mir nichts tun. Das hoffe ich wenigstens. Bitte lass mich in Frieden mit diesem schrecklichen Ding. Könnten Sie mir unter Umständen etwas Obst aus der Schale abgeben? Was soll's denn sein? Ja, dann die Himbeere, oder? Es wäre geradezu sensationell, wenn ich eine leckere Himbeere bekommen könnte. Wäre das im Bereich des Möglichen? Was ist los? Ich haben kann Himbeere? Nein. Aber ich kann. Was ist das? Was ist was? Mir wird so komisch. Es wird so hell. Alles ist so schrecklich hell. Und der Boden, er kommt immer näher. Die Fratze, sie hat sich bewegt. Ich hab's genau gesehen. Sie hat sich bewegt. Oh, was passiert mit mir? Jetzt ist er bereit für die wirklich großen Visionen. Oh, wie ich meine Rache genießen werde. Moment. Ich weiß nicht genau, wie diese Beeren heißen. Ich weiß nur, dass die Einheimischen sie benutzen, um sich für ihre rituellen Tänze in Trance zu versetzen. Ach so. Das ist natürlich cool. Frosch vielleicht? Ne, Frosch mit der Obstschale. Wenn er jetzt aber schon auf die Maske fixiert ist, kann man dann nicht eventuell... Weil man kann sie ja reinmachen, oder nicht? So, wo stecke ich die Dinger denn am besten hin? Nase? Ja, Nase wäre gut. Ja, hat mich mein Gefühl doch nicht... Ach, die leuchten jetzt auch, geil. Was ist das? Sie speit Feuer aus ihren Nasenlöchern. Nein! Weg! Hey, ich muss ja weg. Ich dreh durch. Sie wird mich zerfetzen. Nein, das gibt's nicht. Das Ding ist aus Stein und es kann keine Funken aus der Nase versprühen. Ich darf bloß nicht hinschauen. Wenn ich immer schön geradeaus schaue... Kann mir das Ding gar nichts anhaben. Oh, bitte, lass es so sein. Mist, der Typ war so nah dran, vor lauter Panik gegen den nächsten Baum zu laufen. Nur noch ein bisschen mehr, dann habe ich ihn soweit. Noch ein bisschen mehr? Ja, den Frosch würde ich jetzt vielleicht noch sagen. Jetzt die Frage, kann sie irgendwas mit dem Frosch machen oder kann er was mit dem Frosch machen? Sie hat natürlich jetzt nicht so viel... Na gut, wenn er hier irgendwo einen Frosch sehen würde, ich glaube, dann wäre er nicht so... Ich tue den mal zurück. Max, ich habe hier was für dich.
Vielleicht kann er da irgendwas mit anfangen. In die Nische nicht. Fratze. Die Show kann beginnen. Oh. Ach so. Ich will ein Kind von dir. Hier und jetzt? Vielleicht sollten wir doch erstmal sehen, dass wir von hier verschwinden, bevor die Wache sich von ihrer Panikattacke erholt hat oder sein Kollege zurückkommt. Immer diese leeren Versprechungen. Ja, schlimm. Lässt du mich trotzdem raus? Ungern. Bevor du es dir anders überlegst und mich gleich wieder einsperrst, nichts wie weg. Warte mal, ich glaube, die Wache hat da was verloren. Was ist das? Keine Ahnung, sieht merkwürdig aus. Im Tempelraum gibt's eine zweite Tür und die konnte ich nicht öffnen. Direkt daneben ist eine Vertiefung in der Wand. Vielleicht passt das Ding da rein. Du willst wieder in den Tempel? Ich bin mir nicht sicher, aber andererseits wüsste ich schon gerne, was hier eigentlich los ist. Diese Typen, wer auch immer sie sein mögen, müssen ja einen Grund haben, deine Ausgrabungen zu behindern und dich, nachdem das nicht gereicht hat, einfach komplett aus dem Verkehr zu ziehen, indem sie dich gefangen nehmen. Ja, bestimmt, aber du weißt schon, dass hier noch mindestens zwei bewaffnete Wachen rumlaufen, oder? Schon, aber die wissen ja nicht, dass es mich noch gibt. Die Betonung liegt auf noch. Max, wir müssen hier weg. Ja, vermutlich hast du recht. Aber wie? Mein Wasserflugzeug haben diese Typen bestimmt gefunden und fluguntauglich gemacht. Na prima. Und jetzt? Ich weiß auch nicht. Hör zu, du kennst dich hier doch einigermaßen aus, oder? Auch was die zuständigen Behörden auf dem Festland angeht. Ja, schon, aber... Also ich bin zum ersten Mal hier, kenne keinen Menschen und spreche nicht mal die Landessprache. Du machst dich jetzt auf in Richtung Küste und versuchst, ein vorbeifahrendes Schiff auf dich aufmerksam zu machen. Dann gehst du zur Polizei und holst Verstärkung. Aber nicht nur ein oder zwei unbewaffnete Polizisten, sondern am besten gleich eine ganze Armee. Ich warte hier so lange und schaue mich noch ein bisschen um. Und wenn die Wachen zurückkommen? Dann verstecke ich mich bis zu deiner Rückkehr. Kann ja im Dschungel nicht so schwer sein. Das sollte sogar ich schaffen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hast du eine bessere Idee? Ich meine, außer hier so lange zu diskutieren, bis die Typen zurückkommen und uns beide über den Haufen schießen. Nein, leider nicht. Okay, dann beeil dich. Ich hatte heute noch kein Frühstück. In Ordnung. Aber versprich mir bitte, dass du vorsichtig bist und dich sofort versteckst, wenn Gefahr droht. Mach ich. Und jetzt ab mit dir. Der Schlüssel könnte tatsächlich passen. Was sich wohl dahinter befindet, muss ja eigentlich irgendwas Großes sein. Sonst hätten die Jungs von Puritas Cordis nicht so einen Aufwand betrieben, um Sam von hier zu verjagen. Dann wollen wir mal. Ach du Scheiße. Was wollen die mit dem riesigen Ding denn sprengen? Die ganze Insel? Was ist denn hier passiert? Wo ist die Gefangene? Und wo ist mein Kollege? Ich gebe Messer mal der Zentrale Bescheid. 07 an Zentrale, bitte kommen. Die Sache scheint aus dem Ruder zu laufen. Die gefangene Wissenschaftlerin ist verschwunden und ihr Bewacher auch. Ich fürchte, hier laufen noch mehr Saboteure rum. Sind Sie sicher? Okay. Geben Sie mir 2 Minuten, um unsere Jungs zu alarmieren. Dann können Sie die Fernzündung einleiten. Die Bombe. Die haben das Ding ferngezündet. Ich muss hier raus. Umlegen oder mitnehmen? Mitnehmen. Umlegen können wir ihn später immer noch. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.